3? Nee. Nee, muss ja, war ja mindestens. Mhm. Rätsel bekomme ich hin, aber den Stoff hier überlasse ich lieber den Profis. Stoff? Ja, in der Gegend gibt es bestimmt viel Stoff. Oh, ich liebe solche Lampen. Du bist so weise, Miss, und so schlau. Wie so ganz normale Glühbirnen, die hell sind und die... Die so runterhängen und so, so ohne irgendwie... So, und halt so mehrere. So vor einem Ort. Ich finde das voll hübsch irgendwie. So ohne irgendeinen Lampenschirm. Hinweismünze in einer der Birnen. Ja. Oh! Hinweismünze hier drüben. Das habe ich noch nicht, aber guck mal, was da links unten in der Ecke ist. Das habe ich leider schon angeklickt. Okay. Links unten in der Ecke? Nein, weiter hoch. Hier. Okay. Das ist ein Redman-Kostüm, oder nicht? Oh ja, ach, keine ist Frage. Die Mutter von dem Jungen oder die Oma? Redman trägt genauso einen Anzug. Nun, was macht der denn hier? Fragen wir die Ladenbesitzerin. Vielleicht kann sie uns sagen, was. Wer Redman wirklich ist. Nein. Nein, jetzt sprechen wir schon mit dir. Oh. Entschuldigen Sie bitte nochmal? Nochmal? Ja, nochmal. Ist ja doof. Ich fragte mich, ob ich mich nach diesem Redman-Anzug hier erkundigen könnte. Mrs. Slow. Oh nein. Das wird doch nicht so ähnlich werden wie bei Flagmon jetzt. Oh nein. Wie steht es mit diesem Redman-Anzug hier? Ja, nee, du bist es, oder? Ja, ich habe sie gehört, Liebes. Ich hätte sie auch gehört, wenn sie auf der anderen Seite der Tür gestanden hätten. Den bewahre ich nur hier im Laden für einen meiner Kunden auf. Oh, wer könnte das denn sein? Ich glaube nicht, dass ich mit völlig Fremden über die Angelegenheiten meiner Kunden sprechen sollte, oder? Ich will ja hier nicht für böses Blut sorgen. Und auch nicht für gutes Blut. Oh, nein, ach doch, Moment! Blutspenden sind da drüben. Ein Haus weiter. Egal wie weit ich bin, egal wie weit wir heute noch kommen, wir werden eingeholt. Ja. Challenge accepted. Nein, ich bin nicht. Nein. Oh Mann, nein, ey. Ich schätze nicht. Genau das! Alles klar, dann vielleicht könnten Sie uns sagen, wie lange Sie denn schon hier. Sie den dann schon hier aufbewahren. Wäre das eventuell möglich? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Nur noch so ungefähr. Ich würde meinen, dass es jetzt etwa 3 Monate sind. Oh, 3 Monate, wer hätte das gedacht? Und die Person, die ihn bei ihm gelassen hat, ist seitdem nicht vorbeigekommen, um es abzuholen? Wenn er vorbeigekommen wäre, wäre es ja nicht mehr hier, oder? Mir wäre das eigentlich ganz lieb. Ich habe ohnehin schon wenig Platz. Und es soll ja nicht für immer hier bleiben. Ein Redman-Anzug, der hier vor 3 Monaten zurückgelassen wurde. Und die Person, der er gehört, war in all dieser Zeit nicht hier. Das passt zu der Zeitspanne seit Redmans Verschwinden. Ich frage mich, was in aller Welt ihm wohl zugestoßen ist. Hm. Und noch ein Teil. So, dann sind wir ja bald fertig mit dem. Ja. Keine Spoiler übrigens, sonst gibt's Ärger. Ja. Aus irgendeinem Grund hat eine Schneiderin in einer Gasse von Bolin Hill einen Redman-Anzug in ihrem Laden. Sie verrät nur, dass sie für einen Kunden darauf aufpassen soll. Weil da muss man dann irgendwie Maßnahmen ergreifen, weil Spoilern ist echt nicht cool. Ja, dann würden wir auch nicht mehr weiterhin streamen, das Ganze. Das sage ich gleich so. So, wo... Irgendeine Hinweismünze fehlt mir auf jeden Fall noch. Hier gibt es Stoff in allen erdenklichen Farben und Fäden. In allen erdenklichen Farben und Fäden? Die Besitzerin bietet auch Maßanfertigung an. Interessant, unten in den Stoffbahnen unter die Tür und in den Tischvorrang. Aus diesem Material könnte man ein wunderschönes Kleid für dich schneidern, Miss. Hier? Unten. War ich hier schon? Da? Nee. Ich glaube, das habe ich erwähnt. Nee, weiter rechts. Unter dem Tisch. Unter dem Tisch. Ach, da. Oh, eine Modemünze. Vielleicht ist ja noch irgendwo was. Da kann ich mir jetzt ein neues Outfit kaufen.
Ach nee, das war ja die Maske. Blablabla. Hä? Aber Kira, du hast doch gar nicht versucht zu spoilern, oder? Was? Wo? Weil sie... Ich weiß nicht, oder? Ja, nein, was? Weil sie meinte, sie schreibt gleich nur noch die Punktestände. Nee, ich glaube, hier ist auch nichts, was gespoilert. Also da habe ich nichts gesehen, was gespoilert wurde. Ja. Ehrlich, also nee. Nee, also. Kira, ja, wer ist eigentlich Lucy? Mehr... Das ist eine gute Frage. Ja, aber Kira, du kannst ruhig mehr schreiben als nur die Punktestände. Das ist ja, das ist völlig in Ordnung, Problem. Solange es nicht. Es geht ja einfach nur darum, wer jetzt halt das Spiel schon weitergespielt hat. Oder so, dass da keine Spoiler. Tretmaschine, bla bla bla. So eine hat meine Mutter noch zu Hause. Ah. Oh, ich schaue den Leuten gerne zu, wenn sie Tretmaschinen benutzen. Das ist herrlich interessant. Wie verwendet man denn so eine Maschine, um Kleidung herzustellen? Ich habe fast den Verdacht, dass ich mir selbst welche machen muss. Das Spoilern war allgemein... Ja, das war nur allgemein, also das war nicht auf... Weil das ja manchmal auch nicht als Spoiler gedacht ist ja. Und es einmal rutscht oder sowas. Also ja, erst aber denken, dann schreiben. Genau, also erst nach... Also wenn man über solche Themen wie... den späteren Spielverlauf schreibt, ja. Oder wenn man so nachdenkt, man könnte über den späteren Spielverlauf schreiben, lassen. Einfach lassen. Also wenn ihr mit uns Theorien machen wollt, das ist vollkommen okay. Ja, aber die Leute, die es schon wissen, die Leute, die schon wissen oder halt schon gespielt haben, die sollten sich erstmal zurückhalten, wenn es um und auch späteren nichts, Spielverlauf geht. Und auch in der Hinsicht auch nichts bestätigen oder verneinen. Eben, weil das ist unfair erstens uns gegenüber, weil wir das Spiel ja auch für uns selber erfahren wollen. Genau. Und es ist halt unfair gegenüber auch den anderen Zuschauern von Spielen. Ja, eben. Nee, und dass das Ende krass ist, das ist auch kein Spoiler, würde ich sagen. Ja, das ist kein... Nein, keine Sorge. Also nein, das ist kein Spoiler. Es war einfach nur... So, Rätsel bei ihr? Also hätte ja nur sein können, dass einer jetzt da ausführen will oder sowas. Ja. Und dann war es einfach nur eine kleine Genau, da wollen wir lieber gleich vorher schon... Ja, eben. Also es ist ja einfach nur lieber vorwarnen, als das dann zu spät. Als Nachsicht haben, ja. Guten Tag, dürfen wir Ihnen bitte ein paar Fragen stellen? Wir haben ja nur gerade erst mit Ihnen gesprochen. Ein paar Fragen! Sie vielleicht ein bisschen taub ist? Entschuldigung! Ich habe zwar gerade gehört, dass Sie gut hören können, aber ich habe es mal gerade vergessen. Ja. Und vorhin wollte ich Sie ja nochmal. Ich versuche gerade mir zu überlegen, welche Form ich ausschneiden muss, um diese leere Fläche zu bedecken. Das ist sehr kompliziert. Oh, noch ein solches Rätsel. Mit Schneiderei. Im Kreis gedacht, okay. Wir haben hier ein halbrundes Stück Papier. Ein Kreis mit einem Umfang von 30 cm oder halb... Oh nee, ich mag sowas nicht. Na Moment. Wie groß ist der größtmöglichste Umfang eines Kreises, den du mit diesem Papier machen kannst? Du kannst es falten oder biegen, aber nicht zerschneiden, warte mal. Du kannst es... Was? Warte mal. Ein Kreis mit einem Umfang von 30 cm... Oder halbiert. Ein Umfang von 30 cm? Oh Gott. Wie groß ist der größtmöglichste Umfang eines Kreises, den du mit diesem Papier machen kannst? Du kannst es falten oder biegen, aber nicht zerschneiden. Ich könnte das Ding auch einfach an den Spiegel halten und dann hätte ich wieder einen Kreis mit 30 cm. Was denn? Hast nicht du jetzt... gucken. Nein, Entschuldigung, ich weiß nur, dass du es falsch hast. Hm. Was ist der größtmögliche Kreis, den man damit machen kann? Das ist doch voll doof mit dem Umfang. Hast du es schon? Nein. Achso, gut. Aber das ist gerade ein bisschen langsam, ich weiß nicht, ob das... Was langsam? Na, hier... Nee, ich hatte... Oder? Nein, das es refresht nicht. Also ich weiß nicht, ob du da mal ein bisschen den 3DS in Richtung Router halten müsstest. Damit in welche das ein Richtung bisschen... ist denn Router? Oh, jetzt ist es ganz ausgegangen. Nein. Ach so. Was? Rätsel gelöst? Aber jetzt ist es immer noch langsam. Hm. Ja, also es ist halt so. Ja. So, aber was könnte es dann da sein? Ups. Du guckst nicht. Ich guck nicht. Aber, also, ja. Ich halte es meine Finger auch zu. Ach, da steht's sogar, oder wie? Mhm. Nein, halt jetzt, wo ich es aus Versehen weitergeklickt habe.
Ganz ehrlich, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man einen Kreis bildet aus dem Durchmesser, aber das Problem ist, den Durchmesser kennt man ja in dem Fall nicht. Und ich denke, es würde sogar größer sein als ein Kreis mit dem Umfang aus dem Durchmesser. Also, was macht man? Ich glaube nicht, dass man aus diesem Teil einen Kreis mit 30 machen kann, wenn man es nur biegen oder falten oder sowas soll. Oder zerschnippeln. Nur noch 3 Punkte zum Ausgleich. Schon, was könnte denn da die Lösung sein? Also ich kann dir mal den Tipp geben, der Hast du mir einen Tipp? gezeigt wurde, wo. Also ich habe keinen Tipp benutzt, aber Du kriegst das nur schnell hin, weil du es falsch machst. nein, das stimmte gar nicht. Dafür habe ich am Ende mehr Ja, nee. Pikarat. Dafür sollte es auch noch ein Nein, extra, nein, doch, nein, extra bin ich nicht Punkt. dabei. Nein. Das ist wie mit den extra Sternen in Mario Party. Nein. Versprichst du mir, dass du nicht auf dem Bildschirm guckst? Ich gucke nicht Weil auf den sonst ist es Bildschirm. doof, jetzt zu halten. Also der Tipp war, dass es schwer wird, einen zweidimensionalen Kreis zu machen. Aber das hat Zweidimensional. mir nicht so doll geholfen, dass ich sofort die Lösung wusste. Zweidimensionalen Kreis. Aber ich meine, klar, es gibt auch einen dreidimensionalen Kreis dann wohl. Aber. Also, ich bin dann auch auf die Lösung gekommen, aber es ist halt eigentlich das Dreidimensionale, gibt dir nur einen Hinweis, was du machen musst. Aber sagen wir mal so, als Ende hast du jetzt nicht unbedingt eine Fläche, die einen Kreis gibt. Also nicht auf Papier. Hast du dann irgendwas, was einen Umfang ergibt? Was für ein... Ich habe echt keine Ahnung, was man damit machen muss. Ha. Na, ich sag mal so, das mit dem Durchmesser war eine relativ. Ja, das Problem ist aber halt dann, dass der Durchmesser ja gar nicht bekannt ist und man eigentlich mit Pi rechnen müsste und ich glaube nicht, dass die das machen würden. Übrigens, Pi 3,14125965935893238462643832 7 und irgendwas weiteres. Ich habe immer Angst, wenn du auf den Chat guckst, ist es dann auf. Ja, Entschuldigung, ich gucke nur darüber. Ich gucke schon, okay? Ja, ich sehe gerade, das ist kein Spoiler. Wie groß könnte der Kreis sein? Nein, die dicke Frau aus dem Trailer ist Frau von Doppelpfund. Das wissen wir schon. Bei der waren wir schon. Letzten Folgen gucken, dann weiß man das. So, okay, wie groß könnte der Kreis sein? Er hat ein Lied dazu, nur mal so. Ja, 3,14125965935 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2. Stimmt. Strebe. Und dann geht's, glaube ich, mit 7, 5 und 9 oder so weiter. Aber da, so weit bin ich mit dem Lied nicht. Aber was ist denn, was wird denn sonst damit gemacht? Weil, also, ich warte Gesundheit. jetzt einfach erstmal ein bisschen. Gesundheit. Entschuldigung, oder ich nehme einen Tipp. Hm. Ja, denke dreidimensional, versuche aus dem Halbkreis einen Kegel zu machen. Nimm die Mitte des Halbkreises als oberen Punkt und falte das Papier, um einen Kegel zu erhalten. Was? Jetzt komme ich gar nicht mehr hin. Wie macht man da einen Kegel? Also, die Mitte hier, das Ding ist die Mitte, ne? Und das als was soll ich das nehmen? Als obersten Punkt? Na, ich kann jetzt nicht auf den Tipp gucken, weil ich bin ja schon fertig. Also, ich glaube ja, klar. Also, im Grunde ist es ja diese Hälfte hier von dem Umfang, die noch übrig ist, ja, dann ist es 15. Ich war mir nicht sicher, ich hatte diese Zahl schon die ganze Zeit irgendwie im Kopf, aber
Und ich krieg nicht meine. Ich habe am Anfang gedacht 30, weil ich halt auch gedacht habe, irgendwas wird viel Geld. Ja. Das ist ein besonders interessantes. Ja, das ist das einzig Sinnvolle, klar. Ja, und ich habe halt, aus Versehen weitergedrückt jetzt, und dann hätte man es natürlich da oben gesehen. Ja, klar. Indem man ein halbkreisrundes Papier faltet, erhält man einen Kegel, dessen unterer Teil ein Kreis ist. Der Umfang dieses Kreises beträgt die Länge des Bogens des Halbkreises. In anderen Worten ist der halb so lang wie 30 cm. Ja, das ist auch das Einzige, was mir sinnvoll erschien irgendwie. Aber ich konnte es mir nicht erklären so richtig.